So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Viel besser gesagt, die erste Folge einer neuen Staffel, Staffel 2. Die alte Staffel ist ausgelaufen. Ich sag mal, es gab technische Schwierigkeiten. Ja? Das war so nicht mehr spielbar. Ich habe vielleicht doch 5, 8 Mods zu viel mit reingeballert. Das ganze Ding hat nachher gelaggt wie eine Dia-Show. Das war so nicht gut. Deswegen geht es hier nochmal neu los mit ein paar weniger Mods, aber dennoch nicht zu wenig. Ja? Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir spielen ein benutzerdefiniertes Spiel. Wir haben uns das Sternsystem rausgesucht. Das Ganze nennen wir YouTube 2. Spielen in Survival im Offline-Modus mit allen Mods, die ich natürlich in einer extra Liste wieder unten in den in der Videobeschreibung angeben werde. Und natürlich die erweiterten Welteinstellungen. Ich habe mal das Inventar des Charakters und das Inventarumfang von Blöcken erhöht. Ich habe dazu Umgebungssicherheit auf normal gestellt, dass ein paar Asteroiden runterkommen. Wobei verheerend eigentlich schon ganz gut klingt. Wir wollen ja auch ein bisschen Bedrohung haben. Ja, das ist hier nicht verkehrt. Sichtweite auf 20 Kilometer. Ich sehe ja, was auf mich zukommt. Respawn-Zeitlimit deaktiviert, Sonnenrotation aktiviert. Dann hätten wir ganz gern die automatische Heilung ausgeschaltet, Frachtschiffe ein, Triebwerkschaden habe ich einfach mal ausgeschaltet. Ich denke, so unfair bin ich dann doch noch und finde das eigentlich ganz cool. In-Game-Skript ist aktiviert, Waffen sind aktiviert, ansonsten Spinnen und Wölfe sind auch aktiviert, da gibt es kein Pardon. Genau, Zielhilfe weiß ich noch nicht so richtig, was es tut. Machen wir einfach mal an. Sieht immer gut aus. So. Und ich würde sagen, wir starten rein. Mal gucken, welchen Seed wir abkriegen. Da werden jetzt erstmal 9 GB an Mods geladen. Und es geht auch gleich rein. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ich bin nervös. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. So, das wenig Vorfreude ist halt da, ne? Ich habe viele Ideen für viele Sachen. Gucken wir mal, wie lange es diesmal hält. Beim letzten Mal sind wir auch eher so über die Welt geslidet, von einer Basis zur nächsten. Wobei die Weltraumbasis mir doch schon sehr gut gefallen hat und das Shuttle. Das Shuttle hatte es mir etwas angetan. Aber wir schauen mal. Mit vielen Mechaniken bin ich auch noch nicht ganz vertraut, sprich zum Beispiel, wenn es um die Waffen geht. Die Waffensteuerung gerade, was so die Star Trek Waffen angeht, bin ich mir noch recht unsicher, weshalb wir vorerst auf normale Waffen gehen werden bei Schiffen, die wir haben, und gucken uns dann im Detail an, wie das funktioniert. Vielleicht noch so ein kleines Forschungsschiff, was das hier und da so ein bisschen zum Erkunden ist und so. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Und ja, das so dazu. Das Ganze wird wahrscheinlich, wenn ich das so hinkriege, ein Video die Woche hochgeladen. Jetzt nichts Spektakuläres, einfach so eine kleine unregelmäßige Serie. Mal schauen, wie ich das gewuppt kriege. Aber ich denke, besser als nichts. Das wäre ja auch ganz spektakulär. Ich weiß auch gar nicht, wann genau ich das hochlade. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen im Voraus auf, einfach weil ich gerade Bock habe. Und mir so ein bisschen der Zwiespalt im Kopf rumschwirrte. Spielst du jetzt oder machst du ein Let's Play draus oder? Also habe ich mir gesagt, komm, warum denn nicht beides? Warum nicht einfach zocken und einfach ein bisschen aufnehmen. Im schlimmsten Fall lade ich es hoch. Ist dann so quasi euer Problem. Nein, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ist halt, muss man gucken. Ne? Genau, ich denke, wir werden vielleicht hier und da ein paar Missionen so von Stationen und dergleichen erfüllen. Vielleicht aber auch selbst einfach ein bisschen erkunden und so ein paar Missionen setzen. Einfach so ein bisschen selbstgestecktes Ziel, ein bisschen die Welt erkunden und so. Da ist, glaube ich, nichts verkehrt dran. Genau, jetzt habe ich genug gelabert. Ich denke, wir sind bei 44%. Die Welt wird halt noch geladen. Ne? Das dauert immer so ein bisschen. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass wir in einem Schneebiom landen. Das wäre echt blöd, weil du kannst im Schneebiom immer sehr schwer erkennen, wo es die Ressourcen gibt. Ich meine, klar hast du Wasser en masse. Aber das bringt dir nicht viel, wenn du halt keine Ressourcen hast.
Ja. Ich bin mit den NPCs ein bisschen runtergegangen. Mit den NPC-Mods. Davon gibt es nicht mehr ganz so viele. Dafür machen wir die, die wir haben, halt umso mehr fertig. Genau, ich würde sagen, wir nehmen Earth-like Respawn. Und hinab mit uns. Das fände ich jetzt ganz wunderbar. So, wir gehen gleich mal auf V, gucken uns mal an. Das sieht nach einem guten Spot aus. So, Inventar. Das nehmen wir uns gleich mal alles raus. Okay, Wasser könnte hier knapp werden. Aber ich denke, mit einer kleinen Startbasis kommen wir hier ganz gut zurecht. Und dann vielleicht hinten in den Berg so einen kleinen Hangar oder so rein. Ja, ich weiß, ich schon wieder mit meinen großkotzigen Plänen und so. Schlimm ist das. So. Zack. Wir gehen mal wieder in den First Person. Gucken uns gleich mal ein bisschen um. So, muss man die Steuerung erstmal wieder in den Griff kriegen hier. Waffenblöcke. Dann nehmen wir uns den gleich mal hier hin. Ja. Auch wichtig und richtig. Okay, da hinten ist schon was. IMDC M71 Rhino. Cool. So, wir nehmen erstmal hier die 5. Die 9. Ich wollte die 9 haben. Dann nehmen wir uns hier die Triebwerke, werden wir auch erstmal nicht mehr brauchen. Was wir aber brauchen, ist Schutz. Schutz ist das A und O. Vor Meteoriten und dergleichen. Die ja hier verheerend niederschlagen. Haben wir so festgelegt, nicht wahr? So, fangen wir mal hiermit an. Wir wollen eine gerade Fläche. Zack, 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 zack. Okay, da hört es auch schon auf. Das ist sehr traurig, denke ich. Und jetzt möchte ich hier irgendwo ein Loch buddeln. Bin ja großer Fan von Lochen. Von Lochen. Ja, Büroangestellte, die lochen für ihr Leben gern. Man kennt es. So, dann nehmen wir hier mit, was geht. Was haben wir jetzt alles? 1,1 Kilogramm Gestein. Also Tonnen, ne? Wir können eine Menge tragen. Dann machen wir unten erstmal ein großes, großes Loch. So, wir machen mal den Jetpack aus. Das größte Problem ist, wir haben halt keinen Wasserstoff. Wir haben kein Wasser. Dadurch wird uns irgendwann der Jetpack ausgehen. In der Vergangenheit habe ich das ganz gerne mal mit Vaporatoren kompensiert, die ich in diesem Game aber nicht habe. So, wir produzieren aus dem Dreck erstmal ein paar hübsche Ressourcen. Gucken dann nochmal durch, was wir alles Schönes da haben. Das sieht doch alles wunderbar brauchbar aus. Signalpistole. Das wird fürs Erste wird das gehen. Wir müssen jetzt auch nicht übermäßig krasse Sachen bauen. Da reicht so eine ganz, ganz krasse Basic-Geschichte. Dann würde ich hiervon noch ein bisschen kaputt machen, denn das werden wir später fürs Essen brauchen. Das Schöne ist, hier ist nicht wie bei 7 Days to Die. Du musst nicht auf die Statik achten. Ja? Auch schön. Das erleichtert es so ein bisschen. So.
Die buddeln wir auch noch mal ein bisschen. Damit wir halt so einen Auf- und Abstieg haben. So. Na komm. So, hier und hier. So ein bisschen abschüssig halt, ne? Dann haben wir gleich noch ein paar Ressourcen gesammelt. Oh nein, ich sehe das erste rote Etwas unten in der Ecke. Space Pirates. Oder auch die Spartanen, wie ich sie gerne nenne. Und die haben ein großes Schiff. Das ist natürlich ein Problem, dem wir aber noch nachgehen werden. Früher oder später. So, gucken wir mal jetzt, was wir haben. Ups. Guck mal, jetzt haben wir auch Organik und Gestein. Wunderbare Geschichte. Das kommt hier rein. Das passt da nicht rein. Schade eigentlich. Bei der Rhino, den würde ich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Der ist jetzt nicht unbedingt wichtig für uns. Ne? Also davon hängt jetzt nicht viel bei uns ab. Also ich müsste ja auch mal ein paar Sachen bauen. So. Es geht ja schon mal so ganz sachte los. So, als nächstes müssen wir doch runter und gucken, dass wir hier mal ein bisschen Gestein ernten. So, mit L machen wir hier mal das Licht an. So, alles schön aufsammeln, jeden kleinen Stein. Alles, was wir an Ressourcen kriegen, nehmen wir mit. Da gibt es kein Entkommen. So, hier nochmal, da nochmal. Immer her damit. Ich nehme, was ich kriegen kann. So. Zack, zack. Ach ja, das ist mein Lieblings... Das ist mein Lieblingssatz in diesem Spiel. Das Inventar ist voll. Das heißt, ich kann da nämlich 8K reinpacken und wir machen fröhlich mit dem nächsten Kram weiter. So, nur ein volles Inventar ist ein gutes Inventar. So, geduckt. Kann nämlich viel besser abbauen. Habe ich so für mich festgestellt. Genau, das ist jetzt ungefähr so eine ganze Weile unser Ziel. Wir werden uns hier eine kleine Basis aufbauen. Sind wir hier quasi gestrandet mit so einer Rettungskapsel. Müssen Ressourcen abbauen, müssen uns ein Schiff bauen und müssen eigentlich theoretisch von diesem Planeten runterkommen, möchte man meinen, ja. Wir allerdings bauen uns hier so ein halbes Empire auf. Wenn hier in 3-4 Folgen werden wir hier mit imperialen Sternzerstörern durch die Gegend wuseln, eine Föderation gegründet haben und Stargates in der Galaxie verteilen, um von Planet zu Planet reisen zu können. Ich bin mit der Steuerung gerade noch ein bisschen durcheinander hier, muss ich gestehen. Das ist ja mal wieder 5 Spieler durcheinander spielt und einfach nicht mehr auf dem Schirm hat, wie die Steuerung hier ging. So, zack, 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 zack. Das kommt hier erstmal alles weg. Quatsch. Genau, C war ducken. Weiß man ja. Ist ja ganz normal. Wir können natürlich auch unser Werkzeug in verschiedenen Tierstufen fertigen. Das schauen wir uns aber gleich mal an, wenn wir ein bisschen Ressourcen... Genau, da haben wir schon wieder genug Ressourcen. Zack. C zum Aufstehen. So, dann ist der hier erstmal eine Weile beschäftigt.
kann erstmal ein paar Ressourcen zurecht schnibbeln. Mit X können wir diesen wunderschönen Jetpack starten. Ja, Jetpack ist mit H2 unten aufgeführt. Zumindest die Jetpack-Ladung. Darüber haben wir ein Stromsymbol dafür, das ist unsere Elektrik. Damit können wir Licht und so, ne, und das Lebenserhaltungssystem in unserem Anzug, ebenso wie O2. O2 ist da auch sehr wichtig. Also der Strom ist quasi für die Beheizung des Anzugs. O2 ist für unsere Sauerstoffsättigung. Das Plus ist quasi das Health-Symbol. Darüber haben wir jetzt durch einen Mod Water, Food und Sleep. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen auf unseren Tagesrhythmus achten und auf unsere Ernährung. Wenn wir jetzt mal ins Inventar gucken, haben wir hier schon diverse schöne Sachen. Ja, vieles, was wir bauen können. Vieles müssen wir noch erforschen erst. Da führt kein Weg dran vorbei, leider. Aber ich denke, da haben wir schon guten Stuff dabei. Und das kann man hier auch so im Detail so ein bisschen durchgucken. Waffenblöcke zum Beispiel. Da haben wir Feuerwerksraketenwerfer. Klingt nett. Diverse Waffen aus Modifikationen. Zum Beispiel Stargate-Waffen. Oder Raketenwerfer. Oder. Kann man sich eine Menge hinzufügen. Schräge Hangarrampen. Interior, also Innenausstattung, Inneneinrichtung. Verschiedene Blöcke und Rampen, wieder Waffensysteme, Sauerstoffblöcke, also hier so Sauerstofftanks, Lebensmittel, Computer, Konsolen, Lagersysteme und. Da kann man sich schon was Schönes zurechtbasteln. Und ich denke, das werden wir auch tun. Vorerst natürlich mit der Station hier. Warum setzt ihr so tragische, dramatische Musik ein? Was ist passiert? Was habe ich verpasst? Ich hatte wieder irgendwas verpasst. So, das kommt hier hin. Ich habe schon so in etwa einen kleinen Plan in meinem Kopf, ne? Es ist wie immer. Wenn ich baue, habe ich erstmal einen Plan in meinem Kopf. Okay. Das war schon mal eher so semi-erfolgreich. Jetzt produzieren wir erstmal ein bisschen was an Platten. Das ist gut. Das gefällt mir. So, hier das alte Schiffsteil, das brauchen wir nicht wirklich. Da haben wir wenig Verwendungsmöglichkeiten für. Klar, wir können uns mal reinsetzen und so, aber so richtig brauchen tun wir es halt nicht, ne? So. Ups. Da bin ich mal gerade ganz kurz abgerutscht. Zack, der wird auch abgesägt. Ich brauche die Ressourcen daraus. Genauso wie den hier. Und das, was da unten noch so drinne steckt. Das sind alles Ressourcen, die wir natürlich benutzen können. Das ganze Schiff abzubauen dauert echt lange. Deswegen werde ich mich nur auf einen kleinen Teil des Schiffs beschränken, den wir so sonst nicht mehr brauchen. Der aber existenziell wichtige Stoffe für uns hat. Zum Beispiel der hier. Ja, oder diese Antenne. Oder diese Zeitschaltuhr. Oder dieser... Das war's doch so, Fallschirm. Wir sind gelandet, einen Fallschirm brauchen wir an sich nicht mehr so wirklich. Denke ich. So. Das hier kommt erstmal alles wieder weg. Ich habe nämlich eine andere Idee. Dann nehmen wir hier die 9. Wir machen erstmal unsere kleine Butze fertig.
Da oben sehen wir übrigens auch schon einen der Planeten, die wir bereisen können, soweit wir das wollen. Zack, zack. Jetzt gucken wir hier mal, dass wir das hier auch hübsch hinkriegen. Irgendwie. Zumindest so ein bisschen. So. Ja. Was ich jetzt im Prinzip brauche, ist, dass es hier so lang geht und dann nach unten. Dann werden wir hier und hier. Die 5 kommt hier rein. Der Basic Assembler. Und die 6, die einfache Raffinerie, die kommt hier rüber. So. Ja, das ist auch recht wichtig. Zack. Und dann würde ich erstmal in feinster Blockbaumanier hier so einen kleinen Kasten hinsetzen. Wo wir natürlich auch ein bisschen versuchen, mit nachhaltiger Energie, sowas wie Windkraft und so zu arbeiten. Sehen wir hier. Hier. Wir gucken mal nach einer Treppe. Oder wie es umgangssprachlich auch heißt, Stair. Stair. Ich suche ein Stair. Stair ist für uns okay. Zack. Dann suchen wir noch so ein Corner-Ding. Wobei. Wir suchen Catwalk. So was Catwalkiges suchen wir, genau. Denn ich möchte mir hier so einen kleinen Schutz bauen. Wenn wir schon mal so, ne, und so. Ihr wisst schon. Wenn wir den Quatsch hier schon mitmachen, dann zu unseren Bedingungen. So, die 9. Hier kommt ja dann unser kleiner Minenstollen hin. Der wird dann auch nochmal in die andere Richtung gegraben. Vielleicht brauchen wir auch einen kleinen Fahrstuhl, man weiß es nicht. Wir brauchen erstmal mehr Ressourcen. Mehr Ressourcen heißt mehr Möglichkeiten zu bauen. Schön weggerast. Einmal alles mitgenommen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir die ersten Bauschiffe gebaut haben. Aber wir können halt auch so ein Build-System, so ein Nanobot-Dingsbums bauen. Damit fällt es wesentlich einfacher. In irgendeiner Art und Weise zum Beispiel. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Zum Beispiel Gebäude zu bauen oder Schiffe. Ja, das wird dann quasi die Arbeit mit unseren Ressourcen für uns erledigen und schweißt uns alles zu Ende. An sich auch ganz cool. So. Hier hätte ich den Spieler gerne eine kleine Landeplattform. Also später. Dann irgendwann mal. Wenn wir mal irgendwas zum Fliegen hätten.
So ein kleines Erzbauschiff oder so. Das wäre cool. Das fände ich gut. Und dann könnten wir unterirdisch nämlich auch die Raffinerieanlagen bauen. Das fände ich ganz supidupi. Ah, schon wieder zwei Schiffe. Warum sind die denn alle hier? Hört auf damit. Macht das nicht. Seid nicht so. Seid nicht so, seid anders. So, drei. Habe ich Leitern? Leider habe ich nicht. Ich werde ja wohl wissen, wie der Leiter funktioniert, oder, Kollege? Es gab doch aber auch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, so ein etagenstufiges Quartschlüsselsystem hier. Hier, genau. Leiterschacht. Den muss ich erst erforschen, indem ich das Ding hier baue. Na, das kriegen wir doch hin, oder? Das ist doch wohl eine unserer leichtesten Übungen. Den setze ich jetzt einfach mal hier so. Nein, wartet, besser. Wir setzen den erst hier als kleines Modell, weil da kostet der uns nicht so viel. Und jetzt dürften wir. Den eigentlich gleich erforscht haben. Warum haben wir den nicht erforscht? Ich bin enttäuscht. Ich bin sowohl enttäuscht als auch schockiert. Ich habe ihn doch gebaut. Was hat er denn? Siehst du, durch die Konstruktion von der Säule haben wir wieder neues Fachwissen hinzuerlangt. Bitte sag mir, dass wir jetzt Leitern bauen können. Ja! Ein Leiternschacht. Ach, das Leben kann so schön sein. Guck doch mal, ist das nicht hübsch? So möchte ich auch mal meine Leitern später bauen. Ganz. Genau. Ups. Da bin ich gerade in ein tiefes seelisches Loch gefallen. Das sieht mir häufiger. So, hier nehmen wir jetzt die rechte Maustaste, um einen großen Teil einfach wegzufräsen. Ups, da hat es mir das aber gerade ein bisschen zerschossen. So, wir nehmen nochmal die 7. Und hier auch. Und dann können wir hier später Stockwerk für Stockwerk einfach hoch. So, mehr oder weniger. Und dann kommen wir hier irgendwann raus und dann wird alles gut. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Ebenso wie wir dieses Ding hier mit Stahl und Computerkomponenten versorgen müssen. Aber ich denke, das tun wir in der nächsten Folge, denn ich bin schon wieder viel zu weit. Ich möchte die Folgen auch eigentlich bis kürzer halten, damit wir nicht ganz so viel Nickschnack in kurzer Zeit oder so hier rumdümpeln haben. Das ist immer, ne, dass es nicht zu langweilig wird. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und fürs Mitmachen und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss!